Kapitel 3. Der Schwur des Silbermondes. Am Morgen nach dem Aufruhr, den Reuss, Flucht ausgelöst hatte, trainierte ich allein auf dem Gipfel eines Berges. Ich bin zwar in letzter Zeit mit den beiden Schülern im Garten gelaufen, aber trotzdem wäre es grausam, nach dem gestrigen Tag frühmorgens zu trainieren. Oder besser gesagt, ich bin zu weit gegangen und habe dafür gesorgt, dass Reuss voller Verletzungen ist und nicht einmal mehr laufen kann. Ich lächle schief, als ich mich an die gestrigen Ereignisse erinnere. Gestern Abend wurden wir, die wir Reuss zurückgebracht hatten, von den Wächtern empfangen, die vor dem Haus auf unsere Rückkehr warteten. Willkommen zu Hause, Sirius Summer. Und Emilia und Reuss auch, Noel. Ah, ich bin wieder da, Leute. Aber bitte kümmere dich sofort um Reuss, Sirius. Bitte überlass das mir. Die? Wo? Er ist voll mit Verletzungen. Will und man't be enough. Noel. Ich reichte den ohnmächtigen und erschöpften Reuss an die weiter und er betrat mit Noel das Haus. Ich lud Emilia ab, die auf meinem Rücken saß, und ließ mich endlich nieder. Wie auch immer, selbst wenn ich das sage, ich bin zu weit gegangen, Sirius. Aber es war notwendig. Es ist nur das Ergebnis davon, dass ihr beide euch ernsthaft gegenübersteht, also mach dir keine Sorgen darüber, Elena. Nein, ich mache mir keine Sorgen, aber ich denke einfach, dass es besser gewesen wäre, ihn zu schonen. Ich habe mich von meinen Gefühlen leiten lassen und mich nicht genug zurückgehalten. Sirius. Das ist in Ordnung, denn das ist auch eine Peitsche der Liebe. Er wird diese Art von egoistischen Handlungen in Zukunft unterlassen, richtig? Elena. Du bist wirklich skrupellos? Well, you can say it said. Sirius. Als mein ganzes Wesen bei Elinas durchweg positivem Denken einen Schauer bekam, bemerkte ich plötzlich Emilia, die leise hinter mir stand. Obwohl sie kein einziges Wort gesagt hat, bis wir nach Hause gekommen sind, wird sie mich jetzt, wo sie sich gesammelt hat, ausschimpfen, weil ich Reuss geschlagen habe. Was ist los? Gehst du nicht dorthin, wo Reuss ist? Sirius. Ah. Ja. Ich werde sofort gehen. Emilia. Sie rannte eilig an meiner Seite vorbei, als ich sie rief, aber sie blieb auf dem Weg stehen, ging ihre Schritte zurück und verbeugte sich vor mir. Sirius Summer, ehrlich gesagt. Vielen Dank. Wir Geschwister können zusammen sein, und das verdanken wir Ihnen, Sirius Summer, Emilia. Ah, ja, gern geschehen. Zumindest bin ich froh, dass du in Sicherheit bist, Sirius. Ja. Und ich werde dir auch weiterhin überall hin folgen, Emilia. Emilia schaut mich fiebrig aufgeregt an. Hey. Könnte das sein? Excuse me. Emilia. Sie entschuldigte sich abrupt und umarmte mich plötzlich. Und als ich durch ihre plötzliche Aktion verwirrt wurde. Autsch. Sirius. Ich wurde in die Schulter gebissen. Obwohl ich meine Stimme instinktiv herausließ, war es hauptsächlich aus Überraschung, denn es gab wenig bis keine Schmerzen und auch kein spritzendes Blut. Bevor ich ihre plötzliche Aktion in Frage stellen konnte, murmelte sie etwas, löste sich von mir und rannte errötend davon, um dann das Haus zu betreten. Während ich fassungslos zurückbleibe, strahlt Elena eine Aura des Zorns aus. Ihre Reißzähne auf den Meister zu richten. Sie braucht die Bestrafung, die den Namen Training trägt. Elena. Moment mal, das ist eine Angewohnheit vom Stamm der Silberwölfe, also wurde ich nicht angegriffen, Sirius. Um Elena zu überzeugen, die kurz davor war, anzugreifen, gab ich ihr die Erklärung über die Silberwölfe, die ich von Emilia gehört hatte. Für Silberwolfskinder ist das Beißen in die Schulter ein Beweis der Zuneigung. Was die Worte angeht,
die sie mir bei der Trennung zuflüsterte. I like you, Emilia. Es ist sicherlich ein Schritt weiter als beim letzten Mal. Das ist schon. Das, hey. Wenn ich Noel wäre, würde ich sagen, dass sie komplett gefallen, Elena. Bitte sagen Sie es nicht. Sirius. Ja, es ist für jeden klar zu sehen. Das ist ein Mädchen, das total verliebt ist, nicht wahr? Ich habe ihren jüngeren Bruder aus der Verzweiflung des Fluchkindes gerettet und ihre Bewunderung für mich hat sich zu Liebe entwickelt. Das ist schlimm. Es wird zu einer ähnlichen Situation wie die, von der Noel gesprochen hat. Obwohl ich das Mädchen nicht sonderlich mag, sind wir beide noch jung und es wäre schlecht, wenn wir das nicht gemeinsam besprechen, bevor es seltsam kompliziert wird. Bei meinem besorgten Blick schlug sich die vielseitige Elena an die Brust, als wollte sie sagen: Vertrau es mir an. Sirius Summer, bitte überlassen Sie Emilias Angelegenheit mir. Elena. Ist das in Ordnung? Wenn Sie sie depressiv machen und sie das ertragen lassen, wäre das ein Problem, Sirius. ITS allrechtigt. Ich habe eine gute Idee, wie wir zu einer gegenseitigen Einigung kommen können, Elena. Obwohl ich etwas besorgt bin, vertraue ich die Angelegenheit einer Frau lieber einer Frau an, Sirius. Ich überlasse es Elena. Ich vertraue ihr, aber gerade dieses Mal konnte ich ein unbeschreibliches Unbehagen nicht wegwischen. Und danach endete die Behandlung von Royce, aber seitdem wachte er nicht mehr auf, bis der Morgen graute. Ich habe auf dem Gipfel des Berges hart trainiert und bin mit dem Flugzeug zum Haus zurückgekehrt. Nachdem ich von Elena begrüßt wurde, hörte ich ihr zu, während ich ein Handtuch und ein Getränk erhielt und mich um die Pflege meines Körpers kümmerte. Did the pair get up? Sirius. Nun, noch nicht. Sie scheinen nicht rauszukommen, also werde ich Sie wohl bald anrufen, Elena. Nach dem Streit, den ich gestern verursacht habe, kann ich verstehen, dass Sie nicht in der Stimmung sind, mir zu begegnen, Sirius. Aber trotzdem werden wir uns treffen müssen, da wir im selben Haus sind. Und Emilia kommt auch nicht, ich glaube, sie will Royce nicht allein lassen. Soll ich schlimmstenfalls ein Essen vor ihr Zimmer stellen, um sie herauszulocken? Elena. Nicht jetzt. Wie auch immer, das Frühstück ist fertig, also lasst uns gehen. Die schien heute auch begeistert zu sein, Sirius. Es ist nicht so, dass ich ein Fest veranstalte, um Amaterasu aus Amano Iwato herauszulocken, aber ist es nicht erbärmlich, sie wie Tiere zu behandeln, indem man sie mit Essen lockt? Wie auch immer, dieser Kerl ist wie ein Hauswolf, also. Unerwartet, ich denke, ich würde keine Schuld empfinden, selbst wenn ich es täte, ich bin ziemlich grausam. Guten Morgen, Sirius Summer, Noel und die. Obwohl Noel und die vor dem Tisch sitzen, auf dem das Frühstück aufgebaut ist, ist von den beiden noch nichts zu sehen. Alle Mitglieder der Versammlung saßen mit hungrigen Blicken, und als Noel aufstand und beschloss, das Wohnzimmer zu verlassen. Ahu. Did you two wake up? Noel. Emilia und Royce. Die beiden, die hier durch die Tür schauten, wurden entdeckt. Die beiden gerieten in Panik, doch Noel riss die Tür auf, ließ keine weitere Diskussion zu und zog sie hinein. Guten Morgen, Emilia. Stern Sab Stern, Emilia, die verlegen wirkt, hat tränenverquollene Augen, und Royce schaut mit roten Augen nach unten und versucht, ihr nicht in die Augen zu sehen. Royce, was ist mit den Morgengrüßen? Emilia. G. Good. M. Morning, Royce. Ja, sehr gut. Zen, hurry and sit. The breakfast will get cold, Sirius. Hier, ihr beiden, setzt euch hin, Noel.
Mit dem Rücken von Noel geschoben, setzen sich die beiden widerwillig auf ihre Plätze. Obwohl Brot und Speck auf dem Frühstückstisch aufgereiht waren, hatte nur Reus nichts vor sich liegen. Er war sichtlich enttäuscht von dieser Tatsache. Jo, Hengtsis. Die. Obwohl er ein wenig zu spät kam, bereitete die ihm eine warme Suppe zu. Als er die ansieht, ist er ausdruckslos wie immer, aber sein Mundwinkel hebt sich leicht. Das liegt daran, dass die Innenseiten deines Mundes verletzt sind. Du kannst das essen, also ist das. Die. Während er das erklärt, setzt sich die ebenfalls an den Esstisch. Als die beiden entgeistert auf diese Aktion schauten, reichten wir uns die Hände. Dann lasst uns alle beten. Itadakimasu. Sirius. Itadakimasu, Elena und Emilia und Noel. Itadakimasu, Reus. Das Frühstück beginnt mit einem Signal von Elena. Übrigens, obwohl es eine übliche Praxis ist, vor den Mahlzeiten zu Gott zu beten, gibt es kein Itadakimasu, also habe ich es bekannt gemacht. Obwohl sie verwirrt waren, reichten sich die beiden die Hände zum Essen, aber als Reus an der Suppe nippte, machte er ein bitteres Gesicht. Es dringt wahrscheinlich in die intraoralen Wunden ein. MMMH. Hätte ich sie nicht doch ein wenig abkühlen lassen sollen? Es scheint so warm zu sein, dass es schmerzhaft ist, Sirius. Aber warme Sachen sind lecker, Reus. Reit Tilde. Obwohl es die erste Suppe ist, die ihr gegessen habt, verstehst du ihren Geschmack, Roy Kuhn. Noel. Is it tasty? Die. Vielleicht aus Sorge um die Qualität der Suppe, die ich ihm beigebracht habe, wartet die mit klopfendem Herzen und ausdruckslos auf Reus Reaktion. Und Reus, dem die Tränen kamen, wurde aufmerksam. Y, ja. Es ist lecker. Sehr lecker. Er vergießt Tränen, und obwohl sie in die Suppe fallen, hört Reus, Löffel nicht auf. Nachdem er mehr als schnell aufgegessen hat, verbeugt sich Reus energisch. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich so selbstsüchtig gehandelt habe. Ich werde solche Dinge nicht mehr tun, also. Bitte lasst mich bei meiner älteren Schwester bleiben. Obwohl alle Hände bei der abrupten Reue innehielten, stellte Elena ihr Geschirr ab und wischte sich den Mund ab. Reus, ich frage mich, erinnerst du dich, was Sirius Sama dir gesagt hat, damit du zurückkommst? Elena. He said go back home, Reus. Wenn das so ist, ist alles gut. Willkommen zu Hause, Reus, Elena. Willkommen zu Hause, Elena und die und Noel. Owa. Ju, Reus. Seine Tränen fließen über, obwohl er sie abwischt. Heute, denke ich, ist es das erste Mal, dass Reus sich aus tiefstem Herzen bewusst wird, ein Mitglied dieses Hauses zu sein. Du musst hungrig sein. Kannst du trotz der Schmerzen Brot essen? Noel. Iss auch Fleisch. Es wird dich stark machen. Die. Reus, ich werde meine Eier teilen, Emilia. Ja. Ich. Esse alles, Reus. Er wurde von seiner älteren Schwester, Noel und Co. verwöhnt, und das laute Frühstück dauerte noch eine Weile an. Nach dem Frühstück kam Reus zu mir rüber, während ich meinen Tee nach dem Essen trank. Seine Eifersucht auf mich von vorhin ist völlig verschwunden. Jetzt ist er nur noch ein Kind, das nicht weiß, wie es ein Gespräch beginnen soll. Diesmal lasse ich das beiseite, denn es lässt sich nicht ändern. Was ist? Haben Sie etwas mit mir zu tun? Sirius. Hem. Sirius Sama, es tut mir leid. Und, danke, Reus. Ja, gern geschehen. Aber auch wenn ich derjenige bin, der dich geschlagen hat, werde ich die Verletzung von alleine heilen lassen. Das ist,
um deinen Fehler festzuritzen. Sirius. Ja. Reus. Hat er endlich den Punkt erreicht, an dem er mich anlächelt. Ich habe versucht, ihm versuchsweise den Kopf zu tätscheln, aber er verhielt sich nicht so, als ob es ihm missfiele, und wedelte schüchtern mit dem Schwanz. Was ist das für eine Veränderung? Ich möchte jetzt ein Dorjagao machen. Was mich an diese Kinderfluchsache erinnert. Was ist damit? Auch wenn du dich jetzt zurückverwandelt hast, wirst du dich unwillkürlich verwandeln, wenn die Nacht kommt. Sirius. Ich werde es nicht, solange ich glaube, dass ich es nicht werden will. Auch wenn mein Herz ein wenig pocht, wenn ich den Mond anschaue, kann ich es ertragen. Reus. Die Verwandlung scheint kontrollierbar zu sein. Er sagte. Es ist. Wenn er den Mond anschaut. Gott sei Dank ist die erzwungene Verwandlung nicht die Bedingung, dass die Nacht kommt. Allerdings weiß ich nicht, wann er erwachsen wird, ich sollte das wohl mit verschiedenen Experimenten herausfinden. Jedenfalls habe ich ihm das Versprechen abgenommen, sich sofort zu melden, wenn etwas passiert, ohne sich leichtsinnig zu verwandeln. Da sein anfänglicher Charakter gehorsam ist, endet der Streit reibungslos und ohne Einwände. Sirius-sama, ich möchte stark werden. Um meine Schwester beschützen zu können und um nicht gegen Dinge wie den Kinderfluch zu verlieren, möchte ich stark werden wie du, Sirius-sama, Reus. Wie ich. Hey. Es wird schwer sein, also folge mir genau, Sirius. Ja. Reus. Emilia und Reus haben sich von verschiedenen Dingen losgerissen und sind schließlich von der Startlinie abgefahren. Von hier an werden meine wahren Fähigkeiten getestet werden. Ich kann auch meine persönliche Ausbildung als Lehrer nicht vernachlässigen, während ich die beiden trainiere. Der Weg, der vor uns liegt, ist zwar lang und schwierig, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Heute wird das Training der beiden komplett abgesagt. Ich habe Reus gesagt, er solle sich nicht überanstrengen, und habe ihm eine Pause verordnet, und Emilia wurde von Elena in ihr Zimmer geführt. Ich meine, sie hat mir seit heute Morgen nicht mehr in die Augen geschaut. Aber mit Elinas Fähigkeiten sollten sich diese Probleme und die von gestern erledigen lassen. Deshalb dachte ich daran, zu Laiö zu gehen, aber die sagte, er würde mir eine Lunchbox machen. Und da er sagte, dass es eine Stunde dauern würde, schwang ich eine Weile ein Holzschwert im Garten, um die Zeit totzuschlagen. Mächtiger, durchdringender Schwertstiel, starker Schlag aus dem mächtigen Himmel. Ich habe die Bewegungen, die ich in zahlreichen Kämpfen beobachtet habe, nachgezeichnet und bewege meinen Körper nach dem Bild, das ich von ihnen habe. Dies ist ein Stil, der mit einem einzigen Schwerthieb tötet, und da die Fähigkeit, einen sicheren Treffer zu landen, dafür unabdingbar ist, ist es sehr wichtig, ihn wiederholt zu trainieren. Ich versuchte, Chiabu, zu imitieren, das 8 Hiebe in einem Atemzug auslöst, aber ich war auf 6 mit dem Boost-Status beschränkt. Obwohl es das Ergebnis meines Mangels an Kraft und Fähigkeiten war, kann dieser alte Mann es mit seinem schweren Eisenschwert tun. Ich begreife wieder einmal, dass er ein Monster ist. Während ich grob herumschwang und leicht schwitzte, blieb ich auf der Stelle stehen, eine Silhouette versteckte sich und spähte hierher. Natürlich ist es Reus, aber obwohl ich ihm gesagt habe, er solle sich ausruhen, ist der Kerl ziemlich energisch. Ich ziehe ihn aus dem Gebüsch, in dem er sich versteckt hat, und will mir anhören und beurteilen, was er zu sagen hat. Was zum Teufel machst du da? Ist es für dich in Ordnung, keine Pause zu machen? Sirius. Ich habe vor, das zu tun, was du tust, Sirius-sama. Außerdem tut mein Körper nicht mehr weh, Reus. Was für eine schnelle Genesung. Ist das auch der Einfluss des Kinderfluchs? Wenn ich es mir recht überlege,
ist es das erste Mal, dass Reuss den Umgang mit dem Schwert zeigt. Hem. Ich sollte ihn verschiedene Dinge erleben lassen, oder? Obwohl ich den Umgang mit dem Schwert durch Nachahmung anderer gelernt habe, was denkst du? Sirius. Es war erstaunlich. Die Schwerdeünge, die durch die Luft flogen, waren sehr cool, Reuss. Ist das so? Willst du es dann auch mal schwingen? Sirius. Als ich ihm das Holzschwert überreichte und er es in die Hand nahm, hellte sich sein Gesicht auf, als hätte er ein neues Spielzeug bekommen. Ist it all richtigt? Reuss. Versuchen Sie nicht, es in einem unangemessenen Ausmaß zu schwingen. And stop if your body starts hurting, Sirius. Er ist die Art von Mensch, für die Erfahrung alles ist. Obwohl ich nicht weiß, wie Reuss Kampfstil sich entwickeln wird, kann das Schwingen eines Schwertes keine Zeitverschwendung sein. Obwohl Reuss das Schwert freudig schwingt, ist das Geräusch seiner Übungsschwerdeünge, die er ohne jedes Verständnis ausführt, sehr erbärmlich. Seine Erscheinung ist amüsant, da er über den Unterschied im Klang mit einem Fragezeichen über dem Kopf verwirrt ist. Wei. Reuss. Dein Griff ist zu weich, was nur natürlich ist, wenn du es nur mit deinen Armen schwingst. Sirius. Ich bringe ihm das Holzschwert zurück, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ob ich ihm eine Nachahmung von Lyors Übungsschwüngen vorführen soll oder nicht. Obwohl die Schwertkunst nicht mein Fachgebiet ist, werde ich die Punkte aufklären, auf die ich hinweisen kann. Auch wenn du Rechtshänder bist, ist die linke Hand wichtig, wenn du das Schwert mit beiden Händen hältst. Wenn sie das Schwert halten, sollten sie es nicht mit allen Fingern greifen, sondern den kleinen Finger und den Ringfinger anspannen und den Zeigefinger anheben. Ich demonstriere die Technik vor Reuss und reiche ihm wieder das Holzschwert. Obwohl das, was ich ihm beigebracht habe, die Art und Weise ist, wie man ein Katana hält, denke ich, dass es auch mit diesem Schwert ohne Probleme funktionieren wird. Ich werde Laiö um Bestätigung bitten, nur für den Fall. Als er das Schwert wieder schwang, hatte sich der Klang der Übungsschwerdeünge verbessert, wenn auch nur ein wenig. Er ist ein unerwartet schneller Lerner. Sirius-sama, es tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Oh, Reuss mit einem Schwert? Die? Es ist nur ein kleines Experiment. Seine Fähigkeiten sind ziemlich gut, Sirius. Die kam mit einem großen Beutel in der Hand, in dem sich eine Lunchbox befand, aber als er sah, dass Reuss ein Schwert schwang, hielt er inne. Nachdem ich ihm die Situation erklärt habe, nehme ich die Brotdose in Empfang und verstaue sie in meiner Umhängetasche. Die, ich möchte, dass du auf ihn aufpasst, wenn du Zeit hast. Na dann, ich bin weg, Sirius. Hey, Margot, die und Reuss. Ich werde von den beiden verabschiedet und betätige meine Magie, um mich auf den Weg zu Laiös Haus zu machen. Auf dem Weg dorthin, als ich ein wenig zurückblickte, schien die ein paar Ratschläge zu geben. Gib dein Bestes, junger Mann. A.K. Sirius. Ich bin nicht in der Lage, Laiös Überraschungsangriff abzuwehren und werde von seinem direkten Treffer weggeschleudert. Obwohl mein Körper mehrmals auf dem Boden abprallt, finde ich in der Luft mein Gleichgewicht wieder und schaffe es, zu landen. Durch den Angriff von vorhin ist meine rechte Hand jedoch komplett ausgefallen. Ich würde weitermachen, aber es wäre wahrscheinlich vorbei, wenn es sich um ein echtes Schwert und nicht um ein Holzschwert handeln würde, also war's das. Ich gebe auf. Ha. Ha. Same, Laiö. Laiö schien auch seine Grenze erreicht zu haben, er setzte sich mit einem zufriedenen Lächeln hin. Verdammt, ich bin nach langer Zeit besiegt worden. Aber der letzte Angriff war perfekt ausgeführt. Für Laiö, der Gute Sorogi genannt wurde, sind sichere Einzelschläge der Standard,
Auch wenn er Techniken mit einer höheren Anzahl von Zügen hat, hat er keine Techniken mit Überraschungstreffern. Diese Annahme von mir ist die definitive Ursache für meine Niederlage. Es war keine so große Veränderung, aber sie hat meinen Geist, der lasch geworden war, wieder zum Leben erweckt. Wirklich, dass du so eine Technik hast. It's my complete defeat, Sirius. Hem, die Fähigkeit hat noch keinen Namen, aber es ist eine Erleichterung, dass sie durch dich gekommen ist, Laiö. Hey. It's Name hey war Name. Sirius. Das vorhin war eine neue Technik, die für dich gemacht wurde. Es ist eine Technik, um einen schnellen Gegner anzugreifen, wenn er ungeschützt ist. Ihr Fokus ist anders als der meines Stils, deshalb war es schwierig, sie zu entwickeln. Laiö. Unmöglich, dass eine einzelne Person eine neue Technik entwickelt, die nur dazu dient, mich zu besiegen. Außerdem hat er eine Technik entwickelt, die seinem Stil zuwiderläuft. Dieser alte Mann ist durch und durch stark, er ist wirklich unverschämt, was? Nun, das nächste Mal wird es nicht funktionieren, oder? Deine Anpassungsgeschwindigkeit ist zu abnormal, also frage ich mich, ob ich diese Technik später sublimieren sollte. Laiö. Wie der alte Mann sagt, bin ich zuversichtlich, dass ich in der Lage sein werde, sie zu umgehen, wenn er sie ein anderes Mal anwendet. Je nach den Umständen könnte er also ohne Bedauern auf diese Technik verzichten. Die Kämpfe zwischen Laiö und mir entwickeln sich von Tag zu Tag weiter, und ich schätze, das wird so bleiben, bis einer von uns beiden kampfunfähig wird. Das macht mir Spaß, also gibt es kein Problem, oder? Ist dein Arm in Ordnung? Obwohl du ihn rechtzeitig geblockt hast, war der Schlag ernst, Laiö. Es ist schmerzhaft, aber es ist in Ordnung. Aber es wäre etwas übertrieben, wenn wir heute noch weitergehen würden, Sirius. Ich glaube, mein Knochen ist gebrochen, aber er wird in ein paar Stunden heilen, wenn ich meinen magischen Regenerationszauber aktiviere. Da kann man nichts machen. Und es ist auch schon Nachmittag, es ist spät, aber lass uns zu Mittag essen, Laiö. In diesem Fall, hier ist ein Lunchpaket, das mir mein Diener gegeben hat. Die Menge ist zu groß, also sollte auch ihr Anteil dabei sein, alter Mann, Sirius. Hohau. I'm going to enjoy it, Laiö. Der alte Mann klaut oft meine Lunchpakete, es stellt sich heraus, dass er ein Fan von Des Kochkünsten ist. Ich schaute dem alten Mann nach, der mit einem Lächeln wie ein Kind ins Haus zurückkehrte, und folgte ihm direkt. The way to hold a sword. Laiö. Während ich zu Mittag aß, warf ich die Frage von heute Morgen ein. Übrigens, der Inhalt der Lunchbox ist eine bunte Beilage, die Des erste Herausforderung war, ein Schweinekotelett-Sandwich. Ich habe es probiert, und es ist köstlich, ein bisschen besser als meins. Er ist wirklich ein Chefkoch. Also. Darüber habe ich mir nie so viele Gedanken gemacht. Ich schwinge es aus reiner Kraft, also. Wie auch immer, ich schätze, man muss es einfach mit voller Kraft anfassen, um es fest in der Hand zu haben, Laiö. Ehrlich gesagt, warum ist so ein alter Mann so stark? Vorerst versuchte ich ihm beizubringen, wie man ein Schwert hält. Ho? Verstehe. Das ist nicht schlecht. Abhängig von der Technik, könnte es effektiv sein. Laiö. Vielleicht ist die Gier, die Meinung anderer Leute auf diese Weise zu übernehmen, um stark zu werden, das Geheimnis, um Stärke zu erlangen. Wenn ich darüber nachdenke, würde man doch normalerweise nicht versuchen, eine Technik zu ändern, die man jahrelang kultiviert hat, oder? Da fällt mir ein, mein Lehrling Reus hat sich für Schwertkampf interessiert. Sirius. Das ist eine gute Sache. Du und ich haben die Schwertkunst im gleichen Alter erlernt,
Laiö. Dann hast du also ungefähr 50 Jahre Erfahrung mit dem Schwert, alter Mann. Du hast dich dem Schwert bis jetzt gut gewidmet, Sirius. Ich habe es 50 Jahre lang gemacht und bin trotzdem einem 6-jährigen Kind unterlegen. Wie wäre es damit? Willst du meine Fechtkunst erben? Wie wäre es damit? Wenn du es bist, wirst du mich sicher übertreffen, Laiö. Obwohl wir schon mehrere Kämpfe hatten, ist es das erste Mal, dass er sagt, dass ich seine Schwertkunst erben soll. Ich weiß das Gefühl zu schätzen, aber es ist zu verschieden von meiner Art zu kämpfen. Ich habe zwar deine Techniken gesehen und einige davon übernommen, aber wenn ich deinen Schwertkampfstil komplett übernehme, werde ich ihn wahrscheinlich im Gegenteil umbringen. Sorry. Sirius. Ist das so? Ich werde es nicht erzwingen. Es ist nicht so, dass ich unbedingt einen erben will, aber diese Techniken sind für mich eine Verschwendung, Laiö. Willst du dann meinen Schüler übernehmen? Sirius. Ho, was du vorhin gesagt hast, war also kein Scherz. Laiö. Es kommt auf den Willen der Person selbst an, Sirius. In erster Linie basieren meine Fähigkeiten und Kampfmethoden auf den wissenschaftlichen Methoden meines früheren Lebens. Zusammen mit den einzigartigen Techniken meines Lehrers, ist es fast unmöglich, sie den Menschen dieser Welt beizubringen. Daher besteht der Trainingsplan für meine beiden Schüler darin, die Grundlagen ihrer Ausdauer gründlich zu trainieren und ihr Situationsbewusstsein und dergleichen zu fördern. Und ich dachte daran, sie danach so zu erziehen, dass sie die Waffen und Stile benutzen können, die individuell zu ihnen passen. Laiös Eingreifen ist also ein Geschenk des Himmels. Ich werde mindestens ein halbes Jahr lang eine schulische Ausbildung und eine Grundausbildung machen. Und dann, denke ich, werde ich versuchen, dich ihm vorzustellen, wenn er selbst sagt, dass er es versuchen will, Sirius. Wenn er von dir ist, werde ich einen tollen Schüler bekommen, richtig. Von nun an wird es lustig werden. Laiö. Freuen Sie sich darauf. Du hast doch kein Problem damit, einige deiner Fähigkeiten zu zeigen. Sirius. Nein. Ich möchte einen Schüler, der in der Lage ist, einen Felsen mit einem Eisenschwert zu zerschneiden und 4 Chiabu, Scheiben zu machen. Laiö. Don't be absurd. Besonders der letzte Teil, selbst für mich ist das Limit 6-mal, weißt du. Sirius. Dass du es in diesem Ausmaß benutzen kannst, ohne dass es dir beigebracht wurde, ist zu abnormal. Wofür waren diese 50 Jahre von mir? Laiö. Ich weiß es nicht. Sirius. Und so setzte ich den sterilen Streit mit dem alten Mann fort, bis meine Verletzung vollständig verheilt war. Doch bei meiner Rückkehr erwartete mich eine unerwartete Wendung. Greetings, Sirius Summer, Reus. Als ich endlich das Haus erreichte, schwang Reus immer noch ein Schwert. Doch er zwingt sich nicht, seine Verletzungen sind bereits vollständig geheilt und er schwingt das Schwert fröhlich. Doch neben ihm sah ich die ein schwieriges, aber immer noch ausdrucksloses Gesicht machte. Sirius Summer, obwohl du ein enormes Talent hast, steht dieses Kind dir in nichts nach. Die? Sirius Summer, ich habe die Technik ausprobiert, bei der man das Schwert 6-mal in einem Zug schwingt, aber ich konnte es nur 3-mal machen. Bitte zeig mir den Trick dazu, Reus. Was? Er erinnerte sich nur daran, dass er die Technik einmal gesehen hatte, und obwohl es nur die Hälfte war, hat er es tatsächlich geschafft. Außerdem hat er eine Sehschärfe, mit der er die Anzahl der Hebe wahrnehmen konnte, die fast wie ein Flackern von Licht waren. Könnte dieses Kind ein unvorstellbar talentierter Mensch sein? Es gab noch eine weitere unerwartete Wendung. Willkommen zu Hause, Emilia. Emilias Gesicht errötete zwar, aber ihre Augen trafen sich mit meinen und sie sprach mit mir.
Wie von Elena erwartet, scheint sie sie gut unterrichtet zu haben. Hem. Wegen der gestrigen Angelegenheit, ich wurde von Gefühlen überwältigt und... Das heißt, würdest du sagen, dass ich zu weit gegangen bin? Emilia. Judith no go too far. Ich bin erfreut über dein Wohlwollen, Emilia. Sirius. Obwohl ich durch das plötzliche Geständnis verwirrt war, akzeptiere ich es mit meinem ganzen Wesen, weil ich mich dazu entschlossen habe. Emilias Gesicht hellte sich bei meiner Antwort erfreut auf. Das freut mich. Ich werde danach mein Bestes für dich tun, Sirius Summer. Und wenn ich erwachsen bin, werde ich sogar im Bett mein Bestes geben. Bitte warte auf mich. Emilia. MMH. Warte mal kurz. Waren da nicht gerade ein paar seltsame Worte drin? Ohne auf meinen Verdacht zu achten, ging Emilia in die Küche und holte Milch von Elena. Männer mögen große Brüste. Oder? If you don't work hard, Emilia. Das ist die richtige Einstellung. Du musst hart arbeiten, um Sirius Summer in Zukunft zu befriedigen. Elena. Hem, Elena. San. Was zum Teufel? Womit hast du sie inspiriert? In der Nacht dieses Tages standen die drei Diener und ich in dem Garten, der vom Mond beschienen wurde. Der Mond dieser Welt nimmt nicht von Tag zu Tag zu und ab, sondern er ist ein Mond, der immer rund und sichtbar ist und nur einen dünnen Schatten wirft. Heute ist heller Vollmond, ein guter Tag für ein Mondlichtbad. Aber wir stehen nicht im Garten, um so eine witzige Sache zu machen. Wir haben uns hier versammelt, weil wir von Emilia dazu eingeladen wurden. An alle, ich habe eine Bitte. Heute Abend möchte ich, dass ihr euch im Garten versammelt, wenn der Mond am meisten scheint. Emilia in der Vergangenheit. Das sagte sie aus heiterem Himmel nach dem Abendessen, und obwohl wir hier sind, sind die beiden wichtigen Personen nirgends zu finden und scheinen etwas im Haus zu tun. Heute ist Vollmond. Und die Zeit, in der Mond am meisten scheint. Mit anderen Worten, jetzt. What on earth are we doing? Noel. Bevor ich hierher kam, hörte ich, dass sie Wein wollten. Sirius. Wein. Sind wir dann hier, um zu trinken? Der Mond ist wunderschön, es wäre nicht schlecht für alle, Alkohol im Licht des Mondes zu genießen, richtig Tilde. Noel. Sirius Summer und die beiden sind minderjährig, wir können sie nicht zum Trinken zwingen. Ich weiß nicht, was die beiden vorhaben, aber es könnte etwas Wichtiges sein, denn sie scheinen es ernst zu meinen. Elena. Das stimmt, lasst uns geduldig auf sie warten und wenn man vom Teufel spricht. Die beiden kamen mit einer kleinen Holzkiste und einem Tisch in der Hand aus dem Eingang des Hauses und sprinteten auf uns zu. Es tut mir leid, dass ich sie habe warten lassen. Emilia. Die beiden verbeugen sich mit schwerem Atem, aber ich kann mich nicht erinnern, dass man sie hier besonders warten ließ. Sie wurden von allen mit einem strahlenden Lächeln empfangen. Mach dir keine Sorgen, wir haben nicht lange gewartet. Wenn das so ist, wozu haben sie uns dann versammelt? Elena. Oh, ja. In Wahrheit gibt es etwas, das ich euch zeigen möchte. Reus. Emilia. Ja, es sollte hier gut sein. Reus. Reus stellte den Tisch, den er trug, auf den Boden, und Emilia nahm Saft und Wein aus der Holzkiste, die sie in der Hand hielt, und stellte sie auf den Tisch. Es sah aus, als wäre es eine Opfergabe an den Mond. Ich danke euch allen, dass ihr euch versammelt habt. Emilia. Thank you, Reus. Die beiden stehen vor uns und danken uns allen gleichermaßen. Irgendwie ist diese erste Rede ein herzerwärmendes Gefühl. Erlaubt mir zu erklären, anlässlich von Hochzeiten und Festen halten wir Silberwölfe eine Zeremonie ab, die man den Schwur des Silbermondes nennt.
Es ist eine wichtige Zeremonie, bei der man dem Mond ein Glühbirne ablegt, das man niemals brechen darf. Nach der Erklärung goss Reuss Apfelsaft in die Becher, die auf dem Tisch standen. Niemals brechen, sagst du? Die Silberwolfskinder sind wirklich erstaunlich. Noel. Meinem Vater zufolge ist das nur ein Gebrauchsgegenstand. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der diesen Schwur gebrochen hat. Emilia. Das ist eine Zeremonie, die für ihn abgehalten wird, richtig? Der Stamm der Silberwölfe ist ein Stamm, von dem man sagt, dass er die Verwandtschaft hochhält, es gibt niemanden unter ihnen, der dieses Glühbirne brechen würde. Sirius. In der Tat. Wie man es von euch erwartet, Sirius Sama, ihr seid wirklich kenntnisreich, Emilia. Das ist nur Wissen aus zweiter Hand aus einem Buch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal persönlich sehen würde. Sirius. Ich habe alle versammelt, damit du Zeuge unseres Glühbirnes wirst. Sirius Sama, könnten Sie hier stehen? Emilia. Unter Emilias Führung musste ich mich vor den Tisch stellen, der aufgestellt worden war. Sieht es nicht so aus, als würde ich auch mitmachen? Are you ready? Emilia. I am, Sister. Reuss. Die beiden Menschen gehen vor mir in die Knie und schlagen die Hände vor die Brust, als würden sie zu einer Gottheit beten. Und die Zeremonie beginnt. O, Silbermond, unsere Mutter, bitte erfülle dieses neue Glühbirne, das wir aufsagen werden. Emilia. In der feierlichen Atmosphäre, in der sich alle beruhigt hatten, sprach Emilia einen Satz aus, der den Mond anrief. Ich, Emilia Silberlion, Emilia. Ich, Reuss Silberlöwe, Reuss. Ich schätze den Mond, um dir zu folgen und mein Leben auf dich zu konzentrieren von jetzt an und bis er verwelkt, Emilia und Reuss. Ich hörte, wie jemand mitten in diesem Schwur nach Luft schnappte. Ich will ehrlich sein, du vergötterst mich nur. Ihr zwei seid noch Kinder, ihr werdet in der Zukunft Menschen des anderen Geschlechts kennenlernen, die ihr mehr schätzt als mich, ihr werdet sie heiraten und Kinder mit ihnen haben. Dann wird das heutige Glühbirne sicher zum Hindernis werden. Deshalb ist es nicht nötig, das zu tun, deine Gefühle sind genug. Das wollte ich sagen. Aber die Worte kamen nicht heraus. Die Mienen der beiden sind ernst, sie schauen mich direkt an, ohne ihre Augen abzuwenden. Obwohl sie noch Kinder sind, haben die beiden die Entschlossenheit, in der heiligen Zeremonie ein Glühbirne abzulegen. Deshalb muss ich auf den Entschluss der beiden eingehen. Nicht als Lehrer gegenüber einem Lehrling, sondern einfach als Mann. Wir zwei haben heute unter uns gesprochen und es beschlossen. Wir zwei wollen für immer mit dir zusammen sein, Sirius Sama. Emilia. Auch wenn ich noch ein Kind bin, möchte ich eines Tages stark werden und dir helfen, Sirius Sama. Reuss. Wir werden diese Entscheidung nie bereuen. Wirst du dieses Glühbirne annehmen? Emilia. Ich werde euer Glühbirne annehmen. Die beiden freuten sich über meine Worte und umarmten sich, und die drei Anwesenden spendeten reichlich Beifall. Als sie sich verlegen am Kopf kratzte, reichte Emilia mir den Becher, der auf dem Tisch stand. Die Zeremonie ist noch nicht vorbei, also warten Sie bitte noch ein bisschen. Emilia. Emilia biss sich in den Finger und gab einen Tropfen des Blutes, das aus dem Becher floss, in den Becher, während sie murmelte, dass es eigentlich Alkohol sein sollte. Reuss folgte ihr, und das Blut der beiden vermischte sich mit dem Saft. Bitte trinkt. Es heißt, dass. Das bedeutet, dass unser Blut für dich bestimmt ist. Aber, wenn es eklig ist, musst du dich nicht zwingen zu trinken, Emilia. Nein. Ich werde es trinken. Und, ich werde auch ein Glühbirne ablegen. Du bist stark, also schwöre ich beim Mond, dass du es nie bereuen wirst,
mir gefolgt zu sein. Sirius. Das war es, was ich von Anfang an beschlossen hatte, aber ich sagte es den beiden noch einmal. Denn in der jetzigen Situation hat das, was ich sage, mehr Gewicht und ist vertrauenswürdiger. Sirius-sama, das ist unser einseitiges Glühbirne, du musst nicht selbst ein Glühbirne ablegen, Emilia. Das ist richtig. Wir machen das ja auch ohne Erlaubnis, Reus. Ich trank in einem Zug aus, um das Verhalten der beiden zu ignorieren. Und Tropfen für Tropfen verteilte sich der Saft, mit dem Blut vermischt, in jedem Teil meines Körpers. Obwohl es ein normaler Aposaft ist, glaube ich, dass sich die Gefühle von euch beiden mit ihm übertragen haben. Nun, ist es damit vorbei. Obwohl die beiden verblüfft waren, fingen sie sofort an zu lächeln und umarmten das Ganze. Ja. Meine besten Wünsche für die Zukunft, Emilia. Ich werde auch hart für sie arbeiten, Sirius-sama. Reus. Die drei Diener traten lächelnd an uns heran und jeder von ihnen gratulierte uns. Herzlichen Glückwunsch ihr zwei. Es war mir eine große Ehre, Zeuge dieser heiligen Zeremonie zu sein. Elena. Zusammenfassend kann man sagen, dass ihr von heute an Diener seid, genau wie wir. Lasst uns in Zukunft hart zusammenarbeiten. Noel. Wenn Sie jemals mit irgendetwas Probleme haben, kommen Sie zu mir und fragen Sie mich. Die? Thank you. Reus und Emilia. Die beiden lächelten glücklich über die Förmlichkeit von Emilia und Co. Damit vertieft sich ihre Bindung immer mehr, es ist ausgezeichnet. Da fällt mir ein, dass neben dem Saft auch Wein zubereitet wurde, oder? Sag mal, Emilia. Ist dieser Wein ein Service, um alle zu behandeln? Sirius. Das ist richtig. Obwohl wir ursprünglich geplant hatten, viele Mahlzeiten zuzubereiten und daraus ein Festmahl zu machen, ist das für uns unmöglich, also war das Beste, was wir tun konnten, Alkohol zu bringen. Emilia. Obwohl sie sagten, dass sie es für uns vorbereitet haben, ist es unpersönlich, nicht wahr? Noel. Ich werde so viele Mahlzeiten für euch vorbereiten, wie ihr wollt, die. Tut mir leid, aber das ist unsere Zeremonie, also möchten wir nur von uns selbst versorgt werden. Emilia. Aheje. Ist das wirklich so? Man sollte so etwas nicht erzwingen, nicht wahr, Tilde? Noel. Hier, stop talking and take it. Elena. Während Noel und Emilia sich unterhielten, bewegte sich Elena schnell, goss Wein in mehrere Tassen und reichte jedem von uns eine Tasse. Natürlich gab es für uns Kinder auch Saft. Sollen wir dann zur Feier des Tages einen Toast aussprechen? Derjenige, der den Toast aussprechen wird, ist Noel, ich überlasse es dir. Elena. Ich. In Ordnung, Tilde. Ich frage mich, was ich sagen soll, Tilde, Noel. Bitte legen Sie Ihre Seltsamkeit beiseite und machen Sie es normal. Sirius. Huh, Tilde. Es geht nicht anders, ich werde das Übliche tun. Sonntag, Noel. Wir versammeln uns um den Tisch und heben leicht unsere Tassen im Einklang mit Noels Stimme. In Gedenken an Emilias und Reus, Eid und an die Zunahme von Sirius Samas Dienerschaft. Prost, Tilde. Noel. Prost. Alle. Im Mondlicht hallte das Geräusch der klirrenden Tassen in der Umgebung wieder.